Weiter geht's mit RimWorld im Staffelprinzip und wir werden immer 4 Folgen aufnehmen und dann werde ich auf eure Kommentare eingehen können und dann machen wir weiter. Wann läuft's? Von Sonntag bis Mittwoch läuft es immer, dann gibt's 3 Tage Pause und dann läuft's weiter von Sonntag bis Mittwoch in der nächsten Woche. Ich hoffe, das ist okay für euch und wir gucken uns heute erstmal die weiteren Wohnungen an und werden erstmal am Anfang einen Plan erstellen, wie wir grundsätzlich hier weitergehen. Und ich möchte gerne als allererstes, wie gesagt, hier einen Plan machen. Und wir müssen hier definitiv Wände erstellen. Ja? Wir sehen ja 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das ist okay. Das heißt, auch da noch eine Wand hin. Dann 1, 2, 3, 4. In diesem Bereich. Auch hier werden wir die Wände weiterziehen. 1, 2, 3, 4. Und dann sind wir nämlich hier hinten schon am Ende. Dann sind wir hinten nämlich schon am Ende angekommen. 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier will ich eigentlich nur ein kleines Teil machen. Und habe ich mich jetzt hier verzählt? Nee. Und hier hinten können wir gucken, ob wir da ein Krankenzimmer oder irgendwas reinmachen. Das werden wir dann sehen. Auch diese Bereiche werden wir hier umbauen. Das wird auch alles wegfallen hier. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf die Bereiche hier unten, dass wir die hier bauen. So, das bedeutet, wir werden... dort die Türen reinbauen. Dass ein bisschen sichtbarer ist. Da eine Tür rein. Und dann haben wir hier den Gang. Und hier dann ein weiteres Schlafzimmer. Und hier hinten könnten wir eine kleine Toilette reinbauen. Ist immer das ist ja... Die Rohre liegen ja hier hinten. Dass wir einfach im Prinzip diese 3 Sachen hier hinten nochmal reinbauen. Hier übers Eck. Oder hier vorne an die Seite, dass wir auch hier eine Toilette für unsere Leute haben. So, das heißt, die können dann hier durchgehen. Wir könnten möglicherweise auch hier noch was bauen, aber das sehen wir dann. So, wir haben nämlich im Moment keine Möglichkeit, Muis vernünftig zu versorgen. Das ist, wie ich finde, ein großes Problem. Aber das wollen wir natürlich lösen, indem wir dann hier unten diese Räume haben. Und hier in diesem Bereich will ich dann gerne... weitere Räume haben. Das hier will ich übrigens auch schließen. Oder wir machen halt ein Durchgangszimmer draus. Das werden wir sehen. Aber hier vorne, hier auf jeden Fall in diesem Bereich, etwas größer in dem Fall. Ja, etwas größer sollte dann auch schon etwas größer sein. So. Das heißt, wir haben dann, doch nur 4. Nee. Also hier möchte ich schon 5 oder 6 Platz haben. So, in dem Bereich. Das wird unser Krankenzimmer werden. Und da werden wir auch 2 Eingänge machen. In dem Fall, dass wir das von beiden Seiten aus betreten können. Und auch diesen Eingang hier, das werden wir noch mal ein bisschen, das werden wir noch mal ein bisschen verlegen. Ja, dann gucken wir mal. Das Problem ist halt wirklich, dass diese Toilette da ist. Die muss auf lange Sicht natürlich irgendwie verschwinden. Oder wir machen halt hier oben noch einen Eingang hier hinten hin, dass wir diesen ganzen Bereich hier hinten hin erweitern. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber das sehen wir dann. So, jetzt haben wir erstmal hier den grundsätzlichen Plan geschaffen, wie wir uns hier vorne weiter ausbauen wollen. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und übrigens auch vielen Dank für eure Kommentare. Genau. Vielen Dank für eure Kommentare. So. Also, gucken wir mal. Etwas schneller bitte. Und hier vorne haben wir den Putzhelfer. Wir werden uns das nochmal ganz kurz ins Gedächtnis rufen, wie es grundsätzlich hier läuft und wen wir hier grundsätzlich haben. Das hier ist der gute Bandito. Der gute Bandito macht momentan so ein bisschen alles. Ihr seht's, Kinderpflege, Hilfsarbeit und so weiter und so fort. Ist alles auf 4. Er ist bei Kunst und Forschen vor allen Dingen sehr aktiv. Und Elastos, der Propagandistin, ist hier unten sehr aktiv. Da wollen wir gucken, dass sie auch wirklich bleibt. Und wir müssen natürlich auch noch Muis helfen. Dem geht es nicht ganz so gut. Dann zeige ich euch mal. Der
hat hier eine paralytische Aversie und die wird auch noch eine ganze Zeit lang anhalten. Das heißt, Bandito wird jetzt hier beschäftigt sein mit ja, diesen Standardsachen, nämlich Muis helfen und sich ein bisschen vielleicht um die Pflanzen kümmern. Und viel mehr wird er eigentlich auch nicht machen können. Den Rest wird von Elatos übernommen, unter anderem Bergbau. Das ist eine sehr wichtige Sache, denn wir sind noch nicht in der Lage hier, also Bandito wird natürlich auch noch forschen nebenbei, das sind so seine beiden Hauptaufgaben im Prinzip hier drinnen. Und dann hoffentlich auch noch hier hinten. Und Elatos wird dann die anderen Aufgaben übernehmen. Wir haben hier hinten ein bisschen Stahl markiert, das müssen wir auf jeden Fall abbauen. Wir sind dann ein bisschen, wir haben dann ein bisschen ein Problem tatsächlich. Wir haben nämlich überhaupt keinen Stahl mehr. Und da müssen wir ran. Und wir müssen auch noch ran an den guten Banditos und gucken uns mal an, in welcher Gruppe er seine Roboter hat. Wir haben noch zwei Roboter übrig. Und aktuell ist dabei in der Kontrollgruppe ein Lastenheber, der verteilt seinen Kram hier. Dann gibt es einmal, ich zeige ihn euch mal, das ist er. Er hat auch keine Energie mehr, das heißt, ihn müssten wir einmal transportieren. Dann haben wir einmal einen, also den Lastenheber, dann haben wir jeweils den Konstruktoid. Dann haben wir einen Agrarhelfer, der kümmert sich so ein bisschen um die Bäume und auch um diesen Teil. Das ist eine super Sache. Und dann einmal ein Putzhelfer, der hält die Bude hier sauber, sodass wir vor allen Dingen auch nach dem Schlachten oder sowas keine Probleme bekommen. Die Mechs sind aktuell in einem unbegrenzten Gebiet eingesetzt. Das ist auch ganz gut, weil wir hier natürlich auch an die Vorräte ran müssen. Auch hier vorne können wir mal gucken, ob die irgendwelche wichtigen Sachen dabei haben. Nicht wirklich. Jetzt nur ein Hemd und ein T-Shirt. Das können wir abreißen und mitnehmen, aber ansonsten ist hier eigentlich nichts. So. Wir haben auch fast keine Energie mehr. Das ist auch ein Problem. Wir bauen hier gerade einen Solargenerator. Das heißt, unsere Akkus werden hoffentlich über Tag wieder vernünftig aufgefüllt. Aber das werden wir sehen. Das ist tatsächlich dann noch eine wichtige Sache. So, wir haben draußen minus 20 Grad, drinnen sind es knapp 21 Grad. Die Heizung läuft auf vollen Touren. Ihr seht's, wir sind in einem vernünftigen Power-Mode. Aber aktuell ziehen wir 2 kW aus dem Stromnetz raus. Das heißt, wir müssen halt dringendst auch hier dieses Ding jetzt hier anschalten. Und ich hoffe, dass ihr ihn jetzt mit Holz versorgt. Nein, wir haben kein Holz mehr. Ah, das ist echt ein Problem. Wir haben wirklich kein Holz mehr. Ja, da müssen wir ran, Leute. Also, wir müssen auf jeden Fall einige Bäume zum Holzhacken markieren. Damit wir hier ein bisschen die Holzvorräte erhöhen. Da haben wir momentan echt ein Problem. So, und das hier ist der ist wild sogar. Eieieiei. Der gehört nicht zu uns, ne? Da müssten wir uns wahrscheinlich wirklich drum kümmern, dass wir den einmal ein bisschen, ja, pieksen, um es mal so zu sagen. Ja, wir lassen erstmal auf maximaler Geschwindigkeit weiterlaufen. Da mache ich mir gerade wirklich ein bisschen Sorgen. Nicht, dass der gute Banditos hier ein Problem bekommt. So, jetzt haben wir nämlich das Problem. Okay, jetzt geht es wenigstens mit Windenergie weiter. Der ist auch bald gebaut, da soll das also auch ein bisschen Energie bringen. Ja, wir haben aktuell Energieprobleme. Ganz massiv. Hoffen wir mal, dass der Solargenerator was bringt. Jawohl, na bitte. Jetzt haben wir 900 Watt überflüssig. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, so. Lieber Banditos, du musst erstmal... okay, ist nicht verfügbar, Ladestation ist belegt, könnte man drauf kommen. So, wo ist unser Wolf? Ist der jetzt abgehauen? Selbsttätig? Ja, Tatsache. Der ist echt gegangen, ne? Oh, das ist super. So, hier vorne ist das Holz fertig. Sehr schön. Dann können wir also darüber auch gucken, dass wir endlich ein bisschen Holz bekommen. Und dann könnten wir mal überlegen, ob wir ebenfalls hier vorne... Diese Büsche können wir nicht ernten, aber wir können die Pflanzen entfernen. Ah, den Holzstumpf will ich nicht entfernen. Den eigentlich auch nicht.
Aber wir können trotzdem diese Pflanzen hier entfernen. Es gibt auch nochmal ein bisschen Holz. Die Holzstümpfe sollten wir tunlichst stehen lassen. Ja, sehr gut. Okay, das sieht wunderbar aus. Die Akkus füllen sich. Das heißt, wir können eigentlich auch den hier ausmachen. Wir haben immer noch knapp 1000 Watt übrig. Ja, aber auch nur, weil der sehr intensiv gerade läuft. Ne? Okay. Ja, wir müssen also auch weiterhin uns hier hinten reinbauen, sodass wir ein bisschen Licht und sowas übrig haben. Aber das sehen wir da. So, da wird abgebaut. Wunderbar. Das Holz bitte einmal dringend tragen. Nee, das Zeug hier nicht. Ist ja Quatsch. Das nicht. Einmal das Holz auf jeden Fall dringend tragen, dass wir das im Lager haben. Ja, sehr schön. Dann, wenn wir den Bereich abgebaut haben, geben wir den nächsten Auftrag. Dann müssen wir... Bitte? Vier Objekte werden dringend getragen. Ja. Warme Kleidung fehlt. Kaputte Kleidung ist da. Predators on the map. Kältewelle ist auch klar. Wir haben ein Holzlager in der Nähe entdeckt. Das gucken wir uns gleich mal auf der Karte an. Hier, ne? Mhm. Da könnten wir eventuell einen von den neuen hinschicken, wenn sie denn soweit sind. Aber im Moment ist das noch nicht möglich. Okay. Gut. Ist aber nicht schlimm. So, also hier geht's auch weiter. Wunderbar. Ein Giftmüllpaket ist im Lager zerfallen. Ja, ihr habt das in die Kommentare geschrieben. Jetzt weiß ich wieder, an welches Kommentar ich mich erinnern wollte. Einer der wenigen Leute, die sich darüber freuen, dass es endlich Müll gibt. Und ja, tatsächlich. Also ich erinnere da zum Beispiel an Anno 1800, wo dieses Land, wo die Industrie gebaut wird, unheimlich hässlich aussieht. Es aber eigentlich überhaupt keinen spielmechanischen Einfluss hat. Das ist einfach nur ein bisschen Optik. Und weiß ich nicht. Also es hat vielleicht ein bisschen Einfluss, dass die Leute ein bisschen unzufriedener sind, aber so richtig mit, also richtige Probleme bekommt ihr da eigentlich nicht. Und das ist das, was mich bei vielen Spielen so stört, dass ihr die Umwelt zerstören könnt und Giftmüll oder Müll abladen könnt, wie ihr wollt. Und überhaupt keine Konsequenzen spürt, dass das Spiel euch aufbereitet. Und das ist ja tatsächlich ein, wie ich finde, riesengroßer Punkt momentan in RimWorld. Und ich hoffe, dass zum Beispiel auch so eine Sachen hier hinten irgendwann an diese Gift-API angeschlossen werden, dass das auf Dauer auch Gift produziert. Denn wir produzieren hier Abwässer und schütten die gerade auf, wir schütten die quasi hier in die Gegend. Ne? Und das muss man halt auch bedenken. Und das finde ich halt sehr schade. So, jetzt gibt es da hinten die Spinnies. Das ist okay. Was ist denn da für eine Horde? Wildschweine! Da sollten wir uns von fernhalten. Da ihr kennt das, ich habe ja mit Wildschweinen so eine ganz spezielle Beziehung. Ja, gut. Also wie dem auch sei, Energie sieht momentan ganz gut aus. Wir könnten halt hier noch eine Solarzelle zusätzlich hinbauen. Dann bräuchten wir aber auch noch Akkus, aber das kriegen wir... Das kriegen wir alles hin. Ich frage mich gerade, wer hier am Bauen ist. Ali schläft bei Elatos. Och, das ist ja auch niedlich, ne? Das muss man ja durchaus auch sagen. Okay, gut. Sehr schön. Also Energieversorgung steht. Essen sieht eigentlich auch gut aus, ne? Ja, wir sollten wahrscheinlich sogar noch einen Kühlschrank mehr bauen. Das wird mittlerweile echt ein Problem. Heilwurzeln 74%. Sieht auch ganz gut aus. Die neuen kriegen auch dann nur Heilwurzeln. Aber hier wird doch irgendwo... Ach, da wird gebaut. Ach Gott, im Himmel noch eins. Mich schon gewundert, wo hier gebaut wird. So, übrigens, der Ladespot ist wieder frei. Und der Lastenhelfer, den sollten wir tatsächlich mal zur Ladestation tragen. Und dann können wir hier auch vernünftig jetzt essen. Das ist eine sehr gute Sache. So. Ja, Solarenergie haben wir. Das sieht auch gut aus. Risiko eines Zusammenbruchs bei Bandito. Transhumanist modifiziert. Das gefällt ihm. Abweichende Gedanken ist auch kein Problem für ihn. Wunsch nach frischer Luft. Dann soll er nach draußen gehen. Joyce gestorben. Ja. Tja. Was soll ich dazu sagen?
Aas ohne Tisch, das beheben wir. Aas rohe Nahrung, wurde beleidigt. Okay, das läuft irgendwann ab, aber wieso hast du rohe Nahrung gegessen? Da, Moment. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das soll ja so nicht sein. Also müssen erstmal, wir schauen erstmal uns die Details an. Wiederhole, bis du 5 hast. Ja. Genau. Wir könnten auch eine leckere Mahlzeit kochen. Wiederhole, bis du... Aber da haben wir keinen Platz mehr auf Lager. Na, so ein bisschen. Wir machen mal 3. Wiederhole, bis du 3 hast. Oder halt eine leckere Mahlzeit hier unten in dem Bereich. Ja, sehen wir dann. Ich denke, eine reicht. Und ne, wir machen das mal anders. Wir machen eine einfache und eine leckere Mahlzeit. Und dann wiederhole, bis du X hast. Und wir wiederholen das, bis wir 8 haben und hier bis wir 4 haben. Und das machen wir dann nämlich genau einmal. Okay. Wir können auch alles nutzen dafür. Vegetarisch, Reis, ja. Okay, das sollte also klappen. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Kochen aussieht. Ah, es hat keiner die Kochpriorität. Ja. Und sie kann nicht wirklich kochen. Ah, das ist ein Problem. Dann wird sie jetzt kochen lernen. Wir machen die Hilfsarbeiten auf 5. Und die Dreier kommen auf die Stufe 4. So. Dass sie zuerst kocht, dann Bergbau, dann kümmert sie sich ums Schmieden, Schneidern und so weiter. Das hat sie nämlich ziemlich gut drauf. Jagen kann sie auch. Das können wir mal auf die 4 setzen. Forschen kann sie nicht. Das macht er. Ja, wir lassen jetzt Elatos, die Propagandistin, das Kochen übernehmen. Das ist wichtig. Aber da ist tatsächlich, das ist ein guter Punkt. Das sollten wir nicht außer Acht lassen, dass wir hier auf jeden Fall vernünftige Nahrung brauchen. Okay. Gut. Ja, jetzt geht's los. Wunderbar. Elatos sagt Bangditos etwas über Biber. Ja, Timberborn ist auch hier aktiv. So, und dann wird gleich gegessen. Und jetzt will ich mal wissen, wie das hier ist. Aas ohne Tisch sollte jetzt verschwinden, die beiden. Sehr gemütlich, geräumige Umgebung, halbwegs imposanter Speiseraum. Aber das und das, die beiden Punkte sollten verschwinden. Abscheulicher Schlafraum. Das können wir mal wegtragen. Wir können dir hier gerne ein Bild aufhängen oder sowas. Aber wie sieht es denn hier bei deinem Schlafraum aus? Also jetzt mal im Ernst, so schlimm kann er nicht sein. Weiß ich nicht. Eindruck 19, ja, okay. Halbwegs imposant. Ja, er ist abscheulich. Ein bisschen verschmutzt, hässlich, Attraktivität ziemlich eng. Dann würde ich mal sagen, wir bauen da nochmal irgendwie ein Blümchen oder so auf. Das soll ja auch mal irgendwie vernünftig aussehen. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas haben. So Babydekoration, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt das Richtige. Vielleicht ein richtiges Tierbett? Nee. Schultisch brauchen wir eigentlich auch nicht. Hier irgendwie ein Blumentopf haben wir, ne? Würde ich sagen, wir stellen mal einen Blumentopf hin. Ja. Und dann kriegen wir das hin. So, Rico, mein Bester, wie geht's dir eigentlich? Ja. Eine paralytische Aberesie? Rico? Na gut. Gucken wir mal. Okay, Ali und Gator geht's auch gut. Die haben es Gott sei Dank auch überlebt, alles. Hier wird jetzt auch gebaut. Bau eine Schmiede, um metallische Waffen, Gladius, Schwerter, Streitkolben herzustellen. Oh, das ist eine sehr gute Sache. Da habt ihr übrigens auch gefragt, ob ich da irgendwas verändert habe. An dem Forschungsmenü an sich, das ist alles Vanilla. Da sind vielleicht einige Mods hinzugekommen, die hier Dinge hinzugebracht haben, wie hier oben. Ja, ihr seht, hier sind einige viele Sachen hinzugekommen. Aber hier habe ich keine Mods für installiert, weil ich dort keine guten finde. Ich finde nämlich hier diese Seitenleiste. Die finde ich extrem gut. Aber die gibt es leider nur in der Vanilla-Version. So.
Gucken wir mal, wir hatten das Schmieden abgeschlossen. Sehr gut. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, Axt, Helme und viele andere Dinge zu bauen. Elektrische Schmiede. Ja. Jetzt ist die Frage, in welche Rüstung wir gehen wollen, ob wir eventuell Rüstungen herstellen wollen. Aber da brauchen wir mit Sicherheit. Brauchen wir mit Sicherheit Metall für. Und das haben wir nicht. Lange Klingen finde ich jetzt auch eher uninteressant. Naja, was heißt uninteressant? Wäre halt auch nicht. Schwerter oder so ist halt auch irgendwie schon cool. Wir gucken gleich mal hier vorne. Maschinenbau ist halt auch gut, ne? Tresor, Waffenschrank, Splitterhandgranaten, eine Werkbank, Gasmasken, Molotow-Cocktails. Und danach sind wir schon bei Schusswaffen und den Geschützturm hier hinten. Ein Schaumturm, Autokanonen hätten wir. Sprungrucksäcke, das geht nicht, da fehlt uns was. Schilde. Haben wir auch nicht. Wie sieht es mit Geothermie aus? Wir haben einen geothermischen Generator. Da könnten wir ein paar Batterien hinstellen. Die kommen ja immer so schubweise, die Sachen. Hydrokulturbecken. Wäre auch interessant. Das ist übrigens, das kommt auch aus einer Mod. Meine ich. Oder die sind neu hinzugefügt worden, aber ich hatte da auch eine Mod installiert. Ich würde tatsächlich gerne mal hier vorne anfangen mit Bäume und Bier. Bier und sowas, das finde ich auch ganz gut. Wir fangen mal erstmal mit Bier an und werden erstmal das brauen. Das ist übrigens auch einer der Nachteile. Bisher konnte man hier nicht sagen, dass wir mehrere Sachen gleichzeitig erforschen. Das ist der große Vorteil von Mods in diesem Bereich, aber da habe ich bisher noch keine passenden, wie gesagt, gefunden. Okay. Alles klar. Wie sieht es hier oben mit dem Stahl aus? Der ist fast fertig. Ja, dann können wir das bitte auch nochmal tragen hier. Holz haben wir immer noch nicht auf Lager. Ja, unser Lastenheber lädt noch. Bis wann darf er denn eigentlich laden? Ja, bis jetzt. Okay. Wunderbar. Jetzt ist er weiter am Lastenheben. Sehr schön. Dann wird jetzt hoffentlich auch mal das Holz nach Hause bringen. Ja, perfekt. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch um noch mehr Holz kümmern. Dass wir... Ja, wir machen mal da noch welche. Ich hoffe, der wird nicht... Oh Gott, wo kommt denn der jetzt her? Da ist ein toter Kojote. Aber wo kommt denn der her? Da bin ich jetzt ja. Moment. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Wo ist denn der? Vielleicht ist der hier hinten irgendwo reingelaufen oder so. Okay. Elatos schlachtet ihn. Okay. Ja, alles gut. Dann ist es so. Ist ja eine super Sache. So, Intellektstufe 10. Sehr schön. So. Eine Quest ist verfügbar. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Die Kältewelle, das haben wir mittlerweile mitbekommen. Die ist sehr aktiv. Das machen wir mal aus dem Plan. Mir ist erstmal wichtig, dass wir hier oben weiterkommen. Ein bisschen Stahl auf Lager haben. Und dann werden wir weitermachen. Okay, wir sollten uns das vielleicht mal angucken. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir ein bisschen Holz haben. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt 72 Holz. Das ist Uran 271. Stahl müssten wir jetzt auch ein bisschen haben. 52. Okay, sehr gut. Und wenn wir das haben, dann können wir uns dann um andere Dinge kümmern. Aber erstmal müssen wir wirklich schauen, dass wir unsere Holzvorräte ein bisschen ausbauen. Und wenn ich ehrlich bin, Holz haben wir noch genug. Stahl eigentlich auch. Wenn ich mir das angucke, hier sind überall noch Stahlveins. Das passt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.